Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen jetzt nochmal mit der Premier League als erstes, weil die Bundesliga noch verletzt ist oder zumindest Reus. Ich hoffe mal, dass die Gegnerstärke jetzt nicht. Was war das jetzt gerade? Ich hoffe mal, dass die Gegnerstärke jetzt nicht zu sehr. Ach, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Nicht zu sehr anzieht, nachdem wir jetzt mal wieder. Ach nee, Quatsch, das vorletzte Spiel hat man ja verloren, ne? Ich wollte jetzt gerade sagen, nachdem wir zwei Spiele in Folge gewonnen haben, jetzt haben wir ein Spiel gewonnen. Mal schauen. Die Teams waren halt auch nicht so stark. Aber gut, im vorletzten Spiel habe ich trotzdem verloren. Das ist wieder ein relativ gutes Team. Ich meine, Robben, Lewandowski. Es ist nicht überragend, gerade in Verteidigung, aber im Sturm ist es halt schon mit Lewandowski, Robben. Bei mir hat Lewandowski nicht funktioniert, aber ich weiß, dass er funktionieren kann, deswegen. Ist halt einfach ein krasser Stürmer. Auch wenn er bei mir nicht geklappt hat. Warum auch immer. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Warum es so Spieler gibt, die einfach nicht funktionieren. Und dann so ein Mali, der halt eigentlich nicht mal ein Stürmer ist, der geht halt mega ab mit Hunter. Also momentan vertraue ich ja noch. Vertraue ich ja noch. Meinem Modest, aber. Mali wäre natürlich immer eine Option. Oh, Scheiße. Es waren Elfmeter. Krass. Ja, über ein 1-0 dürfen wir nicht beschweren, weil das waren Elfmeter gegen Robben. Ich glaube aber, ich verteidige zu aggro. Verstehe nicht, warum der Gegner immer wieder im Ballbesitz kommt. Und warum sich Emre. Naja, ist nicht aufregend, komm. Das ist eine kleine Druckphase, die überstehen wir und machen dann mit der ersten Chance das Tor. So, jetzt der erste Chance, Tor, pass auf. Oder zu Robben. Ah, nicht aufregen. War natürlich auch wieder nicht geplant, sollte klar sein. Mit diesen Grätschen aufhören, die bringen einfach gar nichts. Komm jetzt, konzentrier dich. Komm, ist noch nichts passiert. Es steht 0-0. Raff dich einfach jetzt und ab jetzt spielst du gut. Ach so? Ja, okay, es war ein Foul. Na gut, dann hör mal auf. Abseits. Und ich denke, muss gegen den vor allem ruhig spielen. Viele Pässe. Ins Aus angenommen. Okay, wir spielen besser, aber jetzt nicht auch darauf ausruhen, sondern. Sondern weiter so spielen.
Scheiße. War zu viel Alba. Sehr gut. Keine Ahnung, was das war. War ein normaler Pass. War ein normaler Pass, Freunde. Weiß ich nicht, warum man den so spielen muss. Jetzt habe ich mich gelobt und schon komme ich wieder in den Tran, dass ich nicht mehr so gut spiele rein. Abgefälscht, schade. Schön verteidigt. Gutes Stellungsspiel. Schwach. Es war ein Foul, aber ich hätte jetzt gesagt, ausgleichende Gerechtigkeit, weil Robben das Foul auch nicht bekommen hat. Da ist Kane, mal gucken, ob wir da irgendwie einen Ball hinbekommen. Sie bekommen ihn zwar nicht auf Kane, sondern auf Firmino, aber der setzt ihn leider ans Alu. Aber wie gesagt, dieser Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Ich würde sagen, das war jetzt ausgleichende Gerechtigkeit, diese Alu-Treffer. Ab jetzt dürfen wir treffen. Meine Herren! Vorher ein Alu-Treffer, jetzt ist 1-0, das ist ärgerlich. Aber wir haben gezeigt, wir haben Chancen, hier den Ausgleich, das Tor zu schießen. Von daher bin ich guter Dinge. War natürlich jetzt auch ein bisschen glücklich, wie das zustande gekommen ist. Aber wie gesagt, er hatte auch schon den eigentlichen Elfmeter nicht gekriegt. Deswegen nicht aufregen, sondern jetzt einfach versuchen, so zu spielen, dass wir hier das 1-1 machen. Er hat uns nicht mehr so dominiert wie am Anfang, das ist gut, war eine kurze Druckphase, wo wir sehr schlecht gespielt haben. Und wir machen leider den Alu-Treffer nicht, aber wie gesagt, Elfmeter. Dann kommt er ein bisschen glücklich durch, macht mit Robben das Tor. Ich glaube, da hatte ich auch einen Aufbaufehler drin, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber meine Konzentration, meine Erinnerungsspanne ist so kurz zur Zeit. Aber ich glaube, wir hatten sogar einen kleinen Aufbaufehler drin, also war das dann wohl unser Fehler. Hätten den Ball besser rausspielen müssen und dann nicht den Ballverlust generieren dürfen. Wenn Mané mal nicht nach innen gerannt wäre, sondern auf der Außenbahn geblieben wäre, wäre das so geil geworden. Aber er muss ja unbedingt nach innen ziehen, sinnloserweise. Komplett grundlos. Schade, schön rausgespielt, aber hat wieder nicht gereicht. So, jetzt kann ja Kane ja mal einen über den Kopf machen, fällt mir gerade ein. Hat er auch lange nicht mehr gemacht.
Firmino, CBU-Kopfball, was soll ich dazu sagen? Den einsetzt halt als Aluran. Sollte nicht so killen. Aber egal, wir haben noch genügend Chancen. So, wir schauen mal wegen Wechsel. Wir tauschen mal beide. Er weiß, wann der Ball das nächste Mal rausgeht. Und wir liegen hinten. Wir brauchen auf jeden Fall die Kraft. Sollten wir es verlieren, ist okay. Der Gegner spielt nicht schlecht. Das ist ein relativ ausgeglichenes Spiel, außer halt am Anfang gewesen. Ich mache den Alu-Treffer. Er regt den Elfmeter nicht und kann dann, denke ich, in beide Richtungen ausgehen. Wenn ich verliere, dann ist es halt so, scheißegal. Ist eines dieser Spiele, was ich verlieren kann. Schwacher Pass, aber ist natürlich schwierig mit der Hacke dann guten zu spielen. Danke, Stellungsfehler. Zum Glück kommt dann so ein schwacher Schuss dabei raus. Oh, so knapp. Ich dachte echt, Kane netzt jetzt. Fuck. Macht wieder einen Laufpass draus, fick dich. Ist noch alles drin. Komm, wir brauchen nur einen einständigen Angriff. Er grätscht von alleine, er hat gerade von alleine gegrätscht. Fuck, Mann! Danke. Gib mir doch wenigstens noch eine Torschance. Dann eben nicht.
Zack. Wie ich aber auch, wie gesagt, am Ende, ich krieg das dann meistens nicht mehr hin, noch irgendwie Druck auszuüben. Und wenn es beim Gegner ist, dann schwimme ich ohne Ende. Ich verstehe das einfach nicht. Jetzt spielt er auf Zeit, war klar. Keinen einzigen Torschuss habe ich abgefeuert. Fuck! 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 Regt mich natürlich trotzdem auf. Erstens, dass ich verloren habe und zweitens, dass ich wieder am Ende keine Druck aufbaue. Keinen einzigen, nicht mal ein bisschen Druck. Ich habe keinen einzigen Torschuss mehr abgegeben. Fuck! Mann! Und das mit zwei neuen Spielern, Müller und Ribéry, oder? Hatte ich Müller? Ja, doch, hat er direkt eingewechselt. Kann sein, dass der Ball nicht rausgegangen ist und die deswegen nicht gekommen sind. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ist egal. Och Mann, was für eine Scheiße. Selbst wenn ich, es ist wirklich, ich werde mit euch für die schlechteste Weekend League aller Zeiten. Selbst wenn ich jetzt noch zwei Spiele in Folge gewinne, haben wir gerade acht Versuche noch übrig nach 10 Siegen. Ich glaube, das haben wir noch nie gehabt. Also ich glaube, das ist das Schlechteste. Und das, jetzt müssen wir erstmal zwei in Folge gewinnen. Das ist ja direkt das Nächste. Macht das erstmal. Ach Mann, ey, die 14 Siege, ich hab's letzte Woche irgendwie geahnt. Ich habe mir gedacht, ja, 14 Siege klingt einfach, nachdem du 16, 19 und 17 geschafft hast. Aber irgendwie habe ich geahnt, 14 Siege, das ist nochmal schwer. Ich weiß nicht wieso. Aber ich hab's geahnt. Und genauso kommt's anscheinend auch. Ach Mann. Warum muss ich mir aber auch diesen elenden Hals verrenken? Und vor allem. Das dauert ja nicht lang, bis das wieder in Ordnung ist. Also ich habe mir ja nicht komplett ausgekurbelt oder sowas, dass ich erstmal zwei Wochen flach liege, sondern das ist halt so ein Ding, an dem Tag, wo es passiert, wird es halt schlimmer und ist nicht so geil. Am nächsten Tag durch Schlafen meistens ist es richtig scheiße und wenn man Pech hat, ist es noch am dritten Tag nicht geil. So, aber spätestens am vierten Tag wird es halt schon wieder besser und innerhalb von einer Woche ist es spätestens weg. Also meistens ist es dann halt schon innerhalb von 4, 5 Tagen so gut, dass es kein Problem mehr darstellt. Aber ich verranke mir halt direkt am Freitag so, das ist Freitag scheiße, dann ist heute halt Samstag, ist natürlich auch beschissen. Und wenn ich Pech habe, ist morgen noch schlecht. Wenn ich Glück habe, ist es morgen auf der Besserung, ja, auf dem Weg der Besserung und schon einen Tick besser. Aber wahrscheinlich wird es erst am Montag dann wieder besser werden. So, dass ich schön das Wochenende mitnehme. Wenn es mitten in der Woche passiert wäre, wäre das wahrscheinlich entweder nur halb so schlimm oder halt überhaupt gar kein Problem gewesen. Hat uns schön durchlaufen lassen. Alu! Oh, Doppel-Alu und nicht rein. Haben wir also kein Glück, schade. Schön gemacht von Sokrates. Lass mal konzentrieren und das Spiel hier gewinnen. Scheiße. So gerade ist nicht so einen krassen Körper hätte, wäre vorbei gewesen. Oh, ich dachte, er bekommt ihn indirekt direkt vorgelegt. Dann war es sogar ein Stürmer voll. Krass. Sollte nicht dahin gehen. Gut gehalten. Oh, und das setzt ihn knapp daneben. Fuck. Oh, Modest, 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 was machst du denn? Auch schon wieder Robben. Robben ist unser neuer Lieblingsspieler bei den Bundesligisten.
Aber sonst ja nicht so oft gesehen. Aber ich sehe auch zur Zeit nicht so starke Teams, weil ich halt total schlecht spiele für meine Verhältnisse. Und dadurch ich nicht so gut im Rating bin und deswegen halt viel, viel mehr schwache Gegner oder schwächere Gegner habe, die dann halt auch nicht so die krassen Teams haben. Klar, Robben, er hat trotzdem ein krasses Team gehabt, aber wisst ihr, was ich meine? Wenn man halt, weiß ich nicht, Teams haben kann mit Ronaldo, Inform, Messi, Suarez, irgendwas. Und dann halt solche Teams halt, dann sind die halt in Anführungsstrichen schwächer. Weil sie halt auch viel billiger sind. Und so preiswerter. Schon wieder macht Sommer so eine Scheiße. Nimm doch einfach mal den Ball auf. Das ist das dritte Mal und es ist dieses Mal zum Glück kein Gegentor gehabt. Zum ersten Mal muss man ja auch sagen, die ersten beiden Male gab es ja ein Gegentor. Krass. Ich habe nicht drauf geachtet. Was seit Ewigkeit mal wieder Elfmeter, so fällt mir gerade ein. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht, ob es ein Elfmeter war, aber sehen wir gleich. Aber der Ball müsste schon lange weg gewesen sein. Jetzt ist nur die Frage, ob er es gemacht hat oder die TPU. Okay, also es kann natürlich sein, dass es die TPU war, aber ich glaube, es war der Gegner und es war dann aber richtig geil. Sehr krass. So, Elfmeter 87, ja, und ich glaube, der kriegt seinen um 5 geboostet. Das passt also. Bleibt in der Mitte stehen, okay. Ja, gehen wir mal wieder durch eine Elfmeter-Führung, sehr gut. Und Modest macht ein Tor. War nicht gut geschossen, also nicht spektakulär, wenn er an der richtigen Ecke ist, kann er den auf jeden Fall haben. Hoffen wir mal, dass wir das Spiel jetzt gewinnen, wie gesagt. Oh, er hatte kurz Angst. Da war halt auch Inform Junusevic, der müsste einen sehr guten Distanzschuss haben. Schade. Warum man mit Hummels stehen geblieben ist, das hat mich leicht verunsichert, muss ich sagen. Ich glaube, da hätte ich das besser durchziehen können. Wenn ich das mitbekommen hätte oder mich das nicht verunsichert hätte. Ich habe halt nicht gedacht, dass er mit dem Kopf schießt. Aber wenigstens mal ein direkter Schuss. Wie geil. Sehr schön mit Reus. Oder gegen Reus, besser gesagt. Nicht mit Reus. Das war krass gemacht von Reus. Oh, was? Ach ja, er hat Neuer am Tor. Aber was ist denn da los? Perfekter Kopfball. Oder zumindest perfekte Flanke. Und dann, oh, schaffen wir es trotzdem noch irgendwie Modest, Neuer anzuschießen. Was ist denn da? Oh, mein Gott. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich bei diesen Kopfbällen aus dem Spiel heraus einfach auch wahnsinniges Pech habe, oder? Dann kommt die Flanke, mega geil, mega geile Kopfballsituation. Und was passiert? Neuer hält ihn halt noch irgendwie. Das ist da einfach unmöglich. Schön gemacht von Piszczek. Schöner Ball von Stindl auf. Oh, Alter! Neuer, reiß dich mal zusammen! Der erste Schuss von Reus war, glaube ich, auch nicht der beste, aber der zweite dann. Oh Gott, Neuer halt. Was für Paraden, ohne Scheiß. Aber immerhin ist jetzt die Führung verdient. Oh nein, ich wollte natürlich nicht flanken. Es war eine Flanke, es war kein Schuss, also es war kein Schuss, es war eine Flanke. Ich wollte halt erst in der einen Situation grätschen, dann komme ich halt an den Ball, dann ist das halt eine Flanke, weil Grätschen und Flanken auf dem gleichen Knopf sind. Macht den Hector im Mittelfeld, haben wieder alle ihre Position getauscht? Schade. Ich glaube, ich hätte weiter versuchen müssen, durch die Mitte durchzuziehen oder so. Er spielt Schmelzer. Wie kann er denn Neuer am Tor haben, aber Schmelzer spielen? Hä? Da würde ich doch lieber Neuer verkaufen, mir Inform Hector holen oder Alaba und halt ins Tor Fährmann oder Sommer stellen. Ich glaube, das lohnt sich mehr.
klar. Scheiße. Also verdient natürlich, aber trotzdem, es hätte auch besser laufen können. Hat natürlich direkt auf Schießen gedrückt, hat natürlich nicht funktioniert, klar, aber sonst. Krasser Pass von Dembele. Ich denke, es war ein sehr einfacher Pass, den er hier verkackt. Bentaleb holt gerade jeden Ball aus dem Mittelfeld wieder. Es wäre halt geil, wenn ich mal. Meinen Angriff aufziehen könnte. Was? Wo war das denn? Stürmerfoul? Ach du Scheiße. Richtig gut, da bin ich mit Sokrates auf die Linie gelaufen und konnte dadurch den Ball fangen oder rausspitzeln. Aber das Robben hier noch was gefährlich mit dem rechten Fuß macht, ist auch krass. Danke, ist keiner. Das klappt ja hervorragend. Oh, ich merke, wie meine Kräfte wieder nachlassen. Also dieses Auftanken mit frischer Sonne und allem, das hat nicht lange gehalten. Muss ich wenigstens noch dieses Spiel durchziehen. Tunnelt. Das ist so auffällig, wie auch das passiert. Tunnel ich auch so oft meine Gegner? Ich weiß nicht. Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Wahrscheinlich fällt mir das einfach nicht auf. Ja, da sollte der Ball hin. Danke. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, wäre geil. Natürlich ist Sokrates da, aber es ist so ein lächerlicher Ball. Geiler Ball auf Reus. Da hatten wir mal den Platz, das hat nicht gereicht. Wenn der Ball aufstehen will. Eieieiei, warum legst du dir den Ball? Oh, warum legst du dir den Ball so vor? So geil, was für Chancen wir hier liegen lassen. Das ist der Wahnsinn.
Modest, mach einfach das 2-0. Komm, ich will meine Ruhe. Hat er gedacht, dass er mal Robben-Style machen kann, nach innen ziehen und ein Tor schießen, aber nicht mit mir. Muss er sich schon mehr einstrengen? Schlecht gelaufen von Modest, würde ich sagen. Interessant gelöst von Sokrates. Schade. Ach, jetzt wollte ich noch mal einen aus 3 Kilometern draufziehen. Oh, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich muss schon wieder eine Pause machen. Fuck, Mann. Oh, ich bin schon wieder komplett kaputt. Ja. Oh Gott, ich bin so im Arsch, ey. Ich muss echt nochmal eine Pause machen. Aber ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, ey. Na gut, doch, aber jeder, der schon mal beschissen geschlafen hat oder richtig schlecht geschlafen hat, der weiß es vielleicht. Ja, ich mach jetzt, ich muss überlegen, was ich mache. Wie spät ist es denn eigentlich bei mir jetzt, ne? Ist gerade mal um 8. Ich überlege halt, ich war halt nicht einkaufen, weil ich so sehr kaputt war. Jetzt bin ich ganz so kaputt. Ich überlege, ob ich nochmal schnell einkaufen gehe. Das hätte ich wieder eine kleine Pause. Dann esse ich nochmal was. Und ich denke, dann habe ich wieder Kraft für 3, 4 Spiele. Das ist der Plan. Also dann, Daumen nach oben, damit wir euch loben. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö. Ist echt schade, was für Chancen ich liegen lasse. Teilweise Unvermögen, teilweise, also vor allem gerade jetzt in der Zeit, teilweise aber auch einfach nur Scheiße, Engine, Fußball, alles Kacke. Aber egal. Ich ziehe natürlich auch die restlichen Spiele noch durch. Wie haben wir denn jetzt eigentlich noch? Ich kann da halt nicht mal ansatzweise jetzt so einen Marathon einlegen, Samstag, wie ich das vorhalte. Und morgen habe ich halt echt wenig Zeit. Ich hoffe echt, dass es morgen besser geht. Ach, wir haben ja nur noch 9 Versuche. Stimmt, wir haben ja schon ziemlich viele gespielt heute. Krass. Also es sind noch keine 10 Stück, aber oh, ich würde mich echt freuen, wenn wir wenigstens dann, weiß ich nicht, nach 10 Spielen noch 8 Versuche übrig, also nach 10 Siegen noch 8 Versuche übrig hätten. Das wäre ich echt froh drüber. Also dann macht's gut, euer Pax. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.